Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Dirk Salmer über die SaaS Group, KI bei SaaS-Unternehmen und natürlich auch über das derzeitige Bewertungsumfeld für Unternehmen im SaaS-Umfeld. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos über das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. SaaS-Unternehmen sind seit langem in aller Munde und viele Unternehmen konnten damit in Rekordzeit den Unicorn-Status, also mehr als 1 Milliarde Bewertungen, erreichen. Ein besonders spannendes Thema auch für SaaS-Unternehmen ist dabei natürlich derzeit die künstliche Intelligenz, die viele neue Geschäftsmodelle aufbringt, die Bewertungen treibt und aber auch viele bestehende Modelle disruptiert. Mit dem Head of Origination der SaaS Group, Dirk Salmer, habe ich bereits vor einem Jahr gesprochen, damals zum Thema der Unternehmensbewertungen im SaaS-Umfeld. Deswegen wird es jetzt mal höchste Zeit für ein Update. Wo steht die SaaS Group ein Jahr später? Wie werden SaaS-Unternehmen aktuell bewertet? Welchen Einfluss hat die KI denn wirklich auf das alles? Ich freue mich also auf einen spannenden und vielleicht auch etwas nerdigen Deep Dive ins Thema Tech M&A und einen Blick hinter die Kulissen der SaaS Group. Aber genug der Vorreden. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Dirk. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich nochmal hier sein darf. Und ja, freue mich auf den Austausch und das Update mit dir. Ja, ich freue mich, dass du den Spaß nochmal mitmachst. Vor einem Jahr lief die Episode sehr, sehr gut und gerade der doch intensive Deep Dive, den wir letztes Jahr gemacht haben, in das Bewertungsumfeld für SaaS-Unternehmen, kam sehr, sehr gut an. Für diejenigen, die das im letzten Jahr nicht gehört haben, gerne nochmal reinhören. So tief in die Bewertungen gehen wir heute nicht rein. Bevor wir aber starten, noch zwei kleine Hinweise in eigener Sache. Falls ihr den Deal-Tracker nämlich nicht schon abonniert habt, macht das bitte unbedingt. Damit bekommt ihr nämlich täglich eine Übersicht über alle relevanten Small- und Mid-Cap-Deals direkt kostenlos in euer Postfach. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, wenn auch ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen wollt. So, und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, den Podcast und unser vermitteltes Wissen noch etwas weiter zu verbreiten, gebt der Episode doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Abonniert Close the Deal und empfiehlt den Podcast gerne weiter. So, Dirk, lass uns loslegen. Viele Zuhörer werden dich besonders von LinkedIn kennen. Ich will nicht sagen, du bist da derjenige mit den lustigen Memes, aber trotzdem sieht man dich sehr häufig damit. Woher nimmst du die Ideen dafür? Ja, das lustigerweise immer das, was hängen bleibt. Ich versuche natürlich auch viel SaaS-Wissens-Content zu teilen, aber die Memes konvertieren dann am besten, deswegen erscheinen die in jeder Timeline. Woher nehme ich die Ideen? Also ich habe natürlich typische Quellen wie alle anderen auch, Reddit, Twitter, Insta, aber das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würde ich da Tage und Stunden verbringen, mir die richtig guten Sachen rauszusuchen. Also ich folge da einfach 2, 3 guten Accounts in anderen Bereichen, also Finance, Private Equity und auch komplett andere Corporate-Meme-Sachen und hole da meine Inspiration und habe dann so einen Ordner, wo ich alles sammle, was ich erstmal tendenziell lustig finde, und dann über die Zeit kommt mir dann irgendwann meistens eine passende Überschrift. Also das dauert dann immer ein bisschen, manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal Monate sind die Sachen im Ordner und dann gehe ich mal durch und dann fällt mir jetzt irgendwas, was Richtiges ein. Genau, und dann wird es gepostet. Ja, ich erinnere mich an unser Gespräch vom letzten Jahr, wo du ja auch meintest, dass LinkedIn für euch auch im Deal-Sourcing ein mittlerweile nicht unwesentlicher Kanal ist und natürlich deine Reichweite, die dann auch auf die SaaS Group abstrahlt, schon sehr, sehr wichtig ist, um darüber auch Unternehmen, Gründer kennenzulernen, an denen ihr euch dann teilweise später beteiligt. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt auch gerade wieder in einem Prozess. Das wäre dann, glaube ich, Nummer 4, also Deal Nummer 4, der über LinkedIn kam. Das ist natürlich schon toll. Und ich würde sagen, ich reize es nicht mal aus, was so strategisches Sourcing über LinkedIn angeht, weil ich auch nicht so, ja, salesy, vertrieblich rüberkommen will, sondern es ist wirklich nur das, was dann inbound kommt und für uns relevant ist. Also ich könnte natürlich auch alle, die irgendwie mit meinen Posts interagieren, direkt in irgendeine Leadliste schmeißen und anschreiben. Das mache ich eigentlich gar nicht. Also ich versuche da auch nicht, die SaaS Group zu arg zu loben oder in den Vordergrund des Contents zu stellen, sondern erstmal geht es um Reichweite und um Wissensvermittlung, Kredibilität und das ist dann natürlich ein schöner Nebeneffekt.
Total. Und in der Tat natürlich schön für dich, da die Reichweite vielleicht dann über die lustigen oder ironischen Memes aufzubauen, aber dann eben auch den inhaltlichen Kontext mitzugeben. Du sprichst über Bewertungsmultiples, über Einfluss von Technologien und das ist ja hochrelevant für deine Follower. Bei unserer ersten Episode im letzten Jahr sind wir direkt in das Thema gestartet und haben über die Bewertungen von SaaS-Unternehmen gesprochen. Darüber sprechen wir nachher auch und du gibst ein Update, wie die Multiples sich entwickelt haben. Aber worüber wir beim letzten Mal nicht gesprochen haben, ist dein Werdegang, der doch etwas untypisch ist, zumindest für die Rolle, die du heute einnimmst. Lass uns gerne einmal ganz kurz darüber sprechen und über deinen Weg, den du zurückgenommen hast. Du bist nämlich gestartet, hast vorm Studium noch bei Siemens eine Ausbildung gemacht zum Mechatroniker. Wie kam es dazu? Und gab es da irgendeinen Karriereplan? Oder wäre das ein sehr kreativer, wenn der Karriereplan damals dann schon zur heutigen Rolle geführt hätte? Also die kurze Antwort auf diese Frage wäre nein, es gab keinen konkreten Karriereplan. Mein Abi war tatsächlich nur mittelmäßig, nichts, worauf man besonders stolz sein könnte. Und die ganze Oberstufe habe ich Schule mehr als ein Hobby gesehen. Und dementsprechend, ich war immer technisch interessiert, aber nach Schule hatte ich erstmal kein Bock mehr auf Frontalunterricht und irgendwie lernen. Ich wollte irgendwas was Praktisches machen und tatsächlich hatte ich das Thema Ausbildung nicht auf dem Schirm und dann hat man mit der Familie gesprochen, so was kann ich eigentlich machen, ich habe keinen Bock auf ein Studium und dann wurde das Thema Ausbildung relevant und ehrlich gesagt bin ich ziemlich froh, dass ich es gemacht habe, also es hat super viel Spaß gemacht, Siemens war da auch ein guter Arbeitgeber, sehr professionelle Ausbildung und habe da gemerkt, dass auch wirklich dieses Technische, dass mir das liegt und dass ich das kann, konnte dann auch meine Ausbildung verkürzen um ein halbes Jahr und genau das war eigentlich gut, so eine Pause zu haben von 3 Jahren, wo man primär das Praktische hat und weniger jetzt stundenlanges Lernen und danach hatte ich aber ehrlich gesagt wieder Lust zu studieren, nochmal was zu lernen und habe so ein bisschen meine eigene Motivation gefunden, also einen konkreten Karriereplan gab's nie, ich habe mich, das sieht man auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen zickzack, immer treiben lassen. Das heißt nicht, dass ich nicht motiviert und voll bei der Sache war, wenn ich was gemacht habe, aber ich habe jetzt nicht wie viele in meinem Freundeskreis gesagt, okay, ich möchte an einer dieser 5 Unis studieren, dann gehe ich in die Beratung, dann gehe ich in Scale-Up und dann mache ich was Eigenes. Also es hat sich einfach immer ergeben und da war jetzt keine Station dabei, wo ich sage, das bereue ich irgendwie. Ich kann das total nachempfinden und spreche auch häufig mit jungen Kollegen bei uns im Team darüber, die bei uns im Praktikum sind und sich auch Gedanken machen über ihren Karriereweg und über ihren Karrierepfad. Und der Rat, den ich immer versuche zu geben, wie ich es auch in meiner beruflichen Laufbahn gemacht habe, mach halt das, was dir einfach Spaß macht. Und zwar so lange, wie es dir Spaß macht. Und wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du das Gefühl bekommst, nee, die Rolle, die Themen, der Job macht mir keinen Spaß mehr, dann hör tief in dich hinein, worauf du Lust hast und dann versuch dich in die Richtung zu entwickeln. Aber versuche nicht jetzt schon die nächsten 3, 4 Karriereschritte vorzuplanen, ohne zu wissen, was du in 10 oder 15 Jahren überhaupt für Interessen hast oder wo du lebst, wie dein Lebenskonzept ist, dein familiäres Umfeld und dann versuch da eben hier und jetzt zu denken, dass du einfach zufrieden bist mit dem, was du treibst. Also insofern total nachvollziehbar. Und genau, für dich ging es dann Bachelor, Master im Bereich Mechanical Engineering, Electric Mobility. Und du hast dann aber auch während des Studiums bereits die erste Gründung gehabt, und zwar von Carlotta. Worum ging es dabei? Genau, also tatsächlich auch der Hintergrund, ich hole ein bisschen weiter aus. Ich habe das Masterstudium gemacht, habe meinen Job bei Alpina gekündigt, weil ich einfach nochmal einen Cut haben wollte und nochmal was für mich machen. Und da gab es verschiedene Seminare. Man musste natürlich ECTS-Punkte sammeln, wie es so schön heißt. Und ein Seminar war für Gründungsinteressierte. Also wie baue ich eigentlich ein Unternehmen auf? Wie validiere ich Ideen? Und baue dann wirklich Traction auf. Und dazu hat mich ein Kommiliton überredet. Ich wäre jetzt selber nicht drauf gekommen, mich dafür anzumelden. Auch weil das Seminar Freitag, Samstag war und die anderen schön unter der Woche. Da hat man als Student gesagt, puh, muss ich mich jetzt Samstag da in die Uni schleppen. Aber dadurch kam das eigentlich. Ich habe an dem Seminar teilgenommen. Es wurden sozusagen Gründungsteams oder Teams zusammengewürfelt und man hat an gewissen Themen gearbeitet. Und unser Team hatte da am meisten Zug und daraus hat sich eben am Ende Carlotta entwickelt. Das
war eine Parking-Management-Lösung basierend auf Kennzeichenerkennung. Und wir hatten uns so den Retailer-Markt ausgeguckt, weil wir dachten, die machen ihr Parking-Management bisher eher schlecht. Und die Idee war so ein bisschen das, was Parkdepot heute sehr erfolgreich macht mit dem Parking-Management. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es eigentlich nicht wirklich weit gebracht. Also wir hatten ein paar richtig coole Pilotprojekte auch, aber am Ende die typischen Sachen der Erstgründer. Wir haben uns im Team zerstritten, die Motivation war bei 150%, bei den anderen eher so 80, und dann ging es halt los. Dann hat man auch nicht mehr die neuen Pilotprojekte an Land gezogen und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, hier müssen wir, glaube ich, jetzt irgendwie aufhören und sagen, es hat nicht funktioniert und jeder geht seiner Wege. Und trotzdem ja wahnsinnig wertvolle Erfahrungen, das mal mitgemacht zu haben, weil ihr auch in der heutigen Rolle mit sehr vielen jungen Unternehmern zusammenarbeitet und da die Erfahrung mal selbst hautnah gemacht zu haben, ist dann ja doch deutlich wertvoller, als das nur irgendwo theoretisch aus der Uni mitgenommen zu haben. Nach dem Studium ging es dann direkt weiter zur SaaS Group. Wie kam das und woher kennst du Tim Schumacher? Wie kam es da zum Einstieg? Also ich kannte Tim Schumacher natürlich schon aus dem Startup-Kosmos irgendwie, aber nur vom Hören sagen, ich hatte ihn nie persönlich gesprochen oder getroffen. Und lustige Geschichte eigentlich, wir hatten dann gerade beschlossen, okay, Carlotta, das wird nichts, wir hören hier auf. Und bei LinkedIn ist mir dann ein Post von Tim Schumacher in meinem Feed aufgetaucht, wo er nach einem Analysten gesucht hat, aber primär für seine Business Angel Investments über TS Ventures damals. Und ich dachte, das wäre eigentlich richtig cool. Tim, erfahrener Unternehmer, auch erfahrener Investor. Man kann auch mal sehen, wie guckt eigentlich ein Unternehmer oder ein Investor auf gewisse Businessmodelle, in was investiert der. Auch nochmal einfach die Seiten zu wechseln von der sozusagen gescheiterter Gründer auf die Investorenseite. Und habe ihm dann eine kalte Nachricht auf LinkedIn geschrieben, habe gesagt, hey, mein Werdegang sieht jetzt nicht aus wie das absolut perfekte Profil hierfür, aber das klingt, als hätte ich da richtig Bock drauf. Und so kam eins zum anderen, wie es manchmal ist. Und ich habe dann tatsächlich in der ersten Zeit nur TS Ventures Business Angel Investments begleitet und war so die erste Verteidigungslinie. Habe die ganzen Pitch-Decks erstmal gesichtet, habe die Erstgespräche mit den Gründern gemacht, bin zu Events gegangen und habe da schon eigentlich dieses Deal-Sourcing, Deal-Origination gemacht, nur eben für VC-Investments. Und das ist natürlich dann am Ende kein richtiger Karrierepfad. Und dann bin ich so langsam, erst habe ich bei der SaaS Group nur ausgeholfen, habe quasi dasselbe gemacht und nach bin ich dann rüber zur SaaS Group gewandert. Ja, hat der Tim damals schon ein gutes Näschen bewiesen beim Scouting, nicht nur der Beteiligung, sondern offensichtlich auch noch der Mitarbeiter. Für diejenigen, die das ein bisschen mehr interessiert, der Tim war auch vor gut 3 oder 4 Wochen bei uns im Podcast und hat damals ausdrücklich darum gebeten, dass wir nicht zu intensiv über die SaaS Group sprechen, Dirk, weil das dein Thema ist, und er hat dann eher über seine Gründer- und Venture-Aktivitäten und eben natürlich vor allen Dingen über den World Fund gesprochen. Auch wenn du keiner der Gründer der SaaS Group bist, erzähl uns trotzdem gerne mal ein bisschen mehr über den Gründungsgedanken dahinter und über die ersten Jahre bis heute, wie die SaaS Group sich entwickelt hat. Genau, also ich bin dazugekommen vor 4 Jahren, glaube ich. Da waren es gerade 3 Firmen. Ich glaube, der ARR war so 1,5, 2 Millionen und das Team waren wirklich 10 Personen und davon waren die Hälfte Freelancer. Also es war wirklich noch Kinderschuhe. Und die Idee, ich glaube, Tim hat das auch so ein bisschen angeteasert in seiner Episode. Es gibt halt viele Gründer, die wollen entweder nichts Großes bauen oder stoßen halt irgendwann an ihre Grenzen. Das heißt, wir haben viele, wenn wir jetzt in unser Portfolio auch gucken, viele vom Typ eher Indie-Hacker, die sind sehr gut, von null irgendwas aufzubauen, ein Produkt zu bauen, erste Kunden drauf zu holen und auch erste Hirings zu machen, also ein kleines Team aufzubauen, aber alles darüber geht dann schon sehr aus deren Komfortzone raus. Und wir haben natürlich andere, die verzweifelt versuchen, ihre Firma über 2, 3, 4 Millionen ARR zu bringen, scheitern aber einfach. Und da haben die Gründer, also Tim inkludiert, einfach eine Möglichkeit gesehen, weil deren Stärke eher das Entgegengesetzte ist. Das heißt, die sind nicht so gut, jetzt von null irgendwas aufzubauen, aber sehr gut, wenn was Product-Market-Fit hat, wenn was eine gewisse Traktion hat, einen gewissen Umsatz und schon eine Substanz da ist, das halt zu nehmen und groß zu machen. Das hat er ja
in der Vergangenheit zum Beispiel auch mit Adblock, Adblock Plus bewiesen. Und das machen wir jetzt halt auch mit der SaaS Group und das funktioniert super gut. Und das, die Idee dahinter ist eben dadurch, dass wir diesen Portfolioansatz haben und eben nicht nur wie jetzt zum Beispiel ein Search Fund eine Firma kaufen und versuchen zu verbessern, dass sich da halt auch Synergien ergeben und wir so Mehrwerte schaffen können, die skalierbar sind. Und trotzdem seid ihr aber vom Modell her ganz klar keine VC-Investoren, sondern tendenziell eher in der Private Equity oder in der Growth Equity Richtung einzuordnen. Kauft gerne mehrheitlich Unternehmen, damit ihr eben auch sehr aktiv als Gesellschaft damit arbeiten könnt. Genau, also ich mag den Begriff Private Equity nicht so, wenn es um die SaaS Group geht, weil es doch nochmal anders ist. Ich sehe Private Equity dann doch eher in dem typischen ich kaufe, ich verbessere und ich versuche es teurer wieder zu verkaufen Modell. Und wir haben halt zum einen diese Buy-and-Hold-Strategie und ich würde sagen, wir sind ein gutes Stück unternehmerischer und mehr hands-on als jetzt der typische Private-Equity-Käufer. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber das ist so meine persönliche Wahrnehmung. Wir präferieren 100% Übernahmen. Das heißt, um da auch ein bisschen Komplexität in diesem Modell rauszunehmen, eher Vollakquisition, aber wir wären auch für Mehrheitsübernahmen offen. Wir sind dann halt im Vergleich zum Beispiel zum VC, wo ich mal sagen würde, dass die Zusammenarbeit beides sehr, sehr transaktional, begleiten wir die Firmen doch schon sehr hands-on und die Firmen kriegen jederzeit Hilfe von unserem Zentralteam oder auch Sparring von den Gründern und wir versuchen da wirklich nah dran zu sein und die Firmen auf dem weiteren Wachstumspfad eben zu begleiten. Und wenn du sagst Buy and Hold, also nicht Exit-getrieben, wie verdient ihr dann euer Geld? Also wir sprechen vielleicht auch noch dann über unsere Kriterien, aber für uns spielt natürlich dann Kapitaleffizienz vielleicht noch eine größere Rolle als jetzt für so einen Wachstumsinvestor. Das heißt, die meisten Targets, die wir so präferieren, sind eher im Bootstrapper-Umfeld zu finden und wir legen halt einen größeren Fokus auf Profitabilität, weil das eben für uns auch die einzige Möglichkeit ist, dann solche Deals zu refinanzieren und Geld zu verdienen, wie du sagst. Okay. Das heißt, ihr macht dann, wenn die Unternehmen einen stabilen Cashflow haben, irgendwann einen Recap und könnt dann darüber euch quasi dann über die Refinanzierung was ausschütten. Genau, es klingt oft, also das nehmen Gründer auch manchmal falsch wahr, sagen dann oft, ja, macht ihr aus meinem Unternehmen eine Cash-Cow und betreibt das dann weiter im Maintenance-Mode. Das absolut nicht. Also wir wollen schon immer Wachstum erreichen. Wenn wir es jetzt zu anderen Buy-and-Hold-Strategien wie jetzt Constellation Software vergleichen, sind wir da doch mehr wachstumsgetrieben und nicht rein Cash-Cow-Fokus. Aber eben effizientes Wachstum. Also ich werfe da gern die Rule of 40, also Wachstum in Prozent plus Profitmarge. Da sind wir so unterwegs und wir versuchen da eine gute Balance zu finden. Also die Firmen sollen zum einen wachsen, da helfen wir dann auch mit unseren internen Ressourcen, aber eben effizient wachsen. Und wir haben da verschiedene Szenarien in unserem Portfolio. Wir haben Firmen, die wachsen ganz stark, 60-70% und sind dann eben nicht so profitabel. Und auf der anderen Seite haben wir eher so, ja, Cash-Cows würde ich es gar nicht nennen, aber die wachsen dann vielleicht 5-10%, haben dann aber 40% EBITDA-Marge. Und so versuchen wir eben guten Mix da zu finden und eine gute Balance. Das macht ja auch vollkommen Sinn und ist häufig ja auch im Zeitverlauf im Leben von einem Unternehmen dann genauso, dass du am Anfang eben in das Wachstum hinein investierst und irgendwann aber so einen hohen operativen Leverage hast, dass da sich dann eben zwangsläufig die Profitabilität heraus ergibt, gerade bei diesen Geschäftsmodellen, in die ihr hinein investiert, die ja per se, wenn man nicht starkes Neuwachstum hat, sehr, sehr kapitaleffizient eben betrieben werden können. Genau, du hast gerade einmal kurz eure Target-Auswahl angesprochen. Auf eurer Website steht, ihr sucht Target zwischen 2 bis 10 Millionen ARR, also schon ein Stückchen über dem, was ihr in der Gründungsphase gemacht habt. Wie sehen darüber hinaus eure Investkriterien aus? Wonach sucht ihr? Genau, also Profitabilität ist halt ein wichtiges Kriterium durch das Modell geschuldet. Wir haben uns auch schon Firmen angeguckt, die jetzt nur in Anführungszeichen Break-Even sind. Auch ein paar, die noch Geld verbrannt haben. Aber das sind dann Modelle, die müssen wirklich kurzfristig profitabel werden durch entsprechende Schritte. Aber genau, Profitabilität ein wichtiges Kriterium, Kapitaleffizienz. Wir sehen jetzt natürlich auch viele Firmen, die aus dem Venture Capital Hamsterrad rausgeschwemmt werden, so ein bisschen.
die sind halt oft leider inhärent kapitalineffizient. Und das ist auch so ein bisschen eine Mindset-Frage. Da ist es schwierig für uns dann reinzukommen, zu sagen, so, jetzt seid ihr Bootstrap, kapitaleffizient und jetzt guckt ihr ein bisschen mehr auf eure Kosten. Nichtsdestotrotz kann es funktionieren und wir gucken uns solche Sachen an, aber ein guter Mix aus Wachstum und Profitabilität ist eigentlich wichtig für uns. Und dann primär horizontale Geschäftsmodelle, horizontale Produkte. Das heißt, in den ganzen Vertical Markets ist ja super viel Private Equity Aktivität auch mit Produkten, die, sage ich mal, tiefer integriert sind oft, deswegen attraktiver vielleicht für klassisches PE-Geschäft. Wir, auch durch den Background der Gründer geschuldet, schauen uns eher zum Beispiel MarTech an, Developer-Tools und sowas, wirklich Produkte, die über mehrere Segmente genutzt werden und einen großen Total Addressable Market haben. Und die ersten Produkte, die ersten Firmen, die wir gekauft haben, waren wirklich rein Product-Led Growth. Das heißt, jeder potenzielle Kunde konnte sich einfach auf der Website anmelden, konnte das für ein, zwei Wochen ausprobieren, dann entscheiden, ob er das Produkt haben möchte oder nicht. Zwischenzeitlich haben wir auch Enterprise-SaaS-Lösungen bei uns im Portfolio, aber doch ist dieser Product-Led-Ansatz noch tief verankert. Das heißt, horizontales Produkt präferiert Product-Led und kapitaleffizient. Und sonst sind wir tatsächlich noch sehr opportunistisch. Also wir verschließen uns jetzt nicht gegen verschiedene Segmente. Das heißt, wir gucken uns HR-Tools an, wir gucken uns genauso MarTech-Tools an, wir gucken uns Productivity-Tools an. Da ist ehrlich gesagt alles dabei, nur eben nicht stark nischige, vertikalisierte Lösungen. Okay, ja, da werden in der Tat wahrscheinlich Constellation genau das Paradebeispiel für eine Vertical-Markets-Strategie da eben nicht horizontal mit breiten Modellen. Ihr seid relativ international unterwegs, mit Standorten in den USA, Deutschland, Frankreich. Also erstmal, warum diese Länder? Und dann B, sucht ihr auch Targets dann eben nur in Anführungszeichen in diesen Ländern oder international auch darüber hinaus? Genau, also im breiteren Sinne sagen wir schauen nach Targets in Developed Markets. Unsere großen Fokusgebiete sind Nordamerika und Europa. Das heißt, wir haben ein paar Firmen in Kanada gekauft, in den USA sind Nordamerika ist natürlich auch ein sehr großer SaaS-Markt und dann eben Europa, weil es so ein bisschen unser Home-Turf ist. Wir schauen uns natürlich auch den deutschen Markt an, unsere direkten Nachbarn und sind da noch relativ flexibel. Und tatsächlich mit den Offices, wie es auf unserer Website steht, wir sind ja eine Remote-First-Company oder 100% Remote-Company. Das heißt, physische Büros haben wir nur, wenn wir eben Firmen übernehmen, die ihr Büro haben und behalten. Und dadurch kamen auch die Adressen in Frankreich, USA und so weiter. Also USA ist tatsächlich das Headquarter, aber die zusätzlichen Adressen kommen dann einfach durch Akquisitionen. Wir sind ja auch offen für Share-Deals und Asset-Deals. Und manchmal ist einfach der Share-Deal der günstigere für beide Seiten. Und dann ist das immer eine Überlegung, okay, behalten wir die Entity oder nicht? Und das ist dann eine HR-Frage, können wir darüber die Mitarbeiter anstellen, dann irgendwelche steuerlichen Fragen. Da bin ich jetzt auch nicht der absolute Experte dafür, aber das ist dann immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, ob wir dann die Entity behalten oder nicht. Und dadurch kommen eben diese Adressen, aber das ist jetzt nicht, was wir lange geplant haben. Tickt der US-Markt da merklich anders als der deutsche? Ich würde sagen, absolut. Also ich merke das auch schon bei den Charakteren der Gründer, finde ich. Also sind grundsätzlich ein bisschen, die Deutschen sind ein bisschen risikoaverser, was das ganze Gründungsthema angeht. Also in Amerika scheint das so, jeder probiert es irgendwie mal, eine eigene Firma aufzubauen. Und ich mache mich auch über LinkedIn oft darüber lustig, da ist dann doch die Bürokratie-DNA und die Genauigkeits-DNA bei uns Deutschen doch tief drin. Wenn du um ein simples Beispiel zu nennen, du hast eine USA-Firma, Founder-led, Team von 10 Leuten, 2 Millionen ERA und du bietest dem Gründer oder der Gründerin einen Kaufpreis an, dann sagen die, yo, okay, schick mir ein LOI und unterschreib den. Und bei deutschen Gründern dasselbe,
dann fangen die erstmal an zu diskutieren, ja, aber hier könnte ich doch noch 1000 Euro rausholen und da das, und dann wird 10-mal hin und her irgendein LOI rumgeschickt mit einem Markup. Das heißt, die Prozesse ziehen sich in der Regel ein bisschen länger, es ist alles ein bisschen bürokratischer. Nichtsdestotrotz wollen wir da weiter Deals machen, aber da merkt man schon so ein bisschen, dass dann ein Unterschied ist. Gibt es weitere Länder, in die ihr dann stärker hineingehen wollt, oder macht ihr das dann wirklich Deal by Deal basiert, wenn ihr ein spannendes Target findet? Meinetwegen in Spanien, könnte das dann dazu führen, dass ihr dort auch ein eigenes Büro eröffnet? Ja, absolut. Also Europa sind wir, glaube ich, relativ offen, beziehungsweise ich würde mal sagen, eher noch ein bisschen eingegrenzt EU-Länder. Das ist aber dann immer, also Deutschland gehört da übrigens auch dazu, Deutschland, Frankreich ist immer das Problem. Gerade bei so kleinen Softwarefirmen hast du oft eine sehr deutsche Kultur oder eine sehr französische Kultur. Das heißt, die Unternehmen sind oft nicht sehr international ausgerichtet, verkaufen oft dann nur an nationale Kunden, also nur deutsche Kunden oder nur französische Kunden. Da muss man dann immer gucken, wie hoch ist da die Upside und können wir denen auch mit Internationalisierungsthemen helfen. Plus, wir hatten auch oft schon den Fall, dass dann Teammitglieder gar kein Englisch sprechen oder schlechtes Englisch. Das wird dann natürlich schwierig, diese Teams bei uns zu integrieren, dass sie sich natürlich auch wohlfühlen. Und das ist dann auch immer eine Entscheidung, da kann schon mal ein Deal dann abgesagt werden wegen sowas. Haben wir bisher noch nicht gemacht, aber das ist schon was wir auch schauen, dass da ein kultureller Fit entsteht. Und dann wären wir tendenziell auch offen für Portugal, Spanien, Griechenland, Niederlande, ja, alle anderen Länder auch. Ja, okay. Du meintest gerade, als du zur SaaS Group gekommen bist, standet ihr bei plus minus 1,5 Millionen ARR in der Gruppe mit den Unternehmen dahinter. Wo steht ihr heute? Ja, also ich glaube, letztes Jahr, als wir gesprochen haben, waren wir so bei 45, 40 vielleicht. Mittlerweile sind es so ungefähr 60 Millionen ARR. Sind jetzt auch auf über 300 Mitarbeiter gewachsen. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Sehr international. Also ich glaube über 30 Länder mittlerweile. Und entsprechend mussten wir natürlich auch ein paar Prozesse da intern implementieren, dass wir auch uns an die Größe so ein bisschen anpassen. Und das Ziel ist tatsächlich auch, das Volumen sukzessive zu vergrößern. Letztes Jahr haben wir 6 Firmen gekauft. Davor glaube ich 5, davor 3 und jetzt wollen wir eigentlich wirklich dieses Jahr 8, vielleicht sogar mehr kaufen und dann vielleicht irgendwann 15, 20 weiter wachsen, was das Volumen angeht. Hammer, da braucht er ein bisschen mehr als nur LinkedIn-Posts von dir. Aber, also Scherz beiseite, wie habt ihr euer Deal-Sourcing aufgebaut? Wie seid ihr da, also außerhalb von LinkedIn, nah an den Märkten dran, an den Gründern dran? Ist das viel aktives Deal-Sourcing oder habt ihr auch einfach durch eure Marktpräsenz viele Gründer, die direkt auf euch zukommen? Also wenn du historisch schaust, ganz am Anfang kannte keiner uns, keiner kannte das Modell. Das heißt, ich musste vielen erstmal erklären, was ist eigentlich unser Ansatz. Keiner kannte SaaS Group und wir hatten eine relativ hohe Konvertierungsrate mit einfach generischen E-Mail-Templates, die wir, ja, ich würde sagen, im Spray-and-Pray-Ansatz rausgefeuert haben. Das klappt natürlich heute nicht mehr. Und dadurch, dass wir einfach über die letzten Jahre ja unsere Brand aufgebaut haben, Kredibilität auch im Markt haben und die Leute sehen, okay, wenn wir irgendwie ein LOI unterschreiben, dann ist da auch eine hohe Closing-Rate dabei und wir steigen dann nicht last minute nochmal aus, weil wir irgendwas finden. Das heißt auch eine gewisse Zuverlässigkeit und dadurch bekommen wir jetzt auch viel mehr Inbound von Gründern, die auf uns stoßen, die über andere Gründer zum Beispiel gehört haben, von viel mehr Brokern. Das heißt, da hat sich über die Zeit wirklich der Inbound-Dealflow stetig vergrößert und natürlich auch über das ganze LinkedIn-Thema. Und das versuchen wir aber trotzdem immer noch durch aktives Sourcing zu ergänzen. Wir haben jetzt auch dieses Jahr angefangen, ein bisschen mehr in Richtung strategisches M&A zu denken. Das heißt, können wir kleinere Add-ons für unsere Portfoliofirmen finden, damit wir jetzt nicht über die Zeit einen Gemischtwarenladen zusammenkaufen mit keinerlei Synergien. Das heißt, wir gehen jetzt auch zunehmend in dieses Add-on-Acquisition-Thema. Nichtsdestotrotz, wir sind weiterhin ein super kleines M&A-Team, wir sind 4 Leute.
ich habe jetzt seit letztem Jahr einen sehr guten Mitarbeiter, der mir beim Sourcing hilft, weil einfach dieses Volumen an Kontakten, E-Mails, Telefonaten und so weiter war dann doch nicht mehr allein handelbar. Aber wir versuchen das doch immer im Bootstrapper-Ansatz oder Indie-Hacker-Ansatz sehr klein zu halten, sehr effizient. Aber ich denke, in den nächsten Jahren wird das durchaus dann ein bisschen aufgebaut und wir werden mehr Ressourcen brauchen, um dann auch das Volumen hochschrauben zu können, weil ich glaube, wir sind dann jetzt schon an den Grenzen und werden wahrscheinlich Richtung Q4 gucken, da nochmal zu ergänzen bei der Origination oder generell im M&A-Team. Aber jetzt bin ich trotzdem neugierig und gespannt, ob vielleicht der ein oder andere PE einen Anruf bekommt von seinem LP und die Frage gestellt bekommt, Mensch, wie kann das sein, dass ihr die SaaS Group 6, 7, 8 Transaktionen pro Jahr mit einem Team von 4 Leuten macht? Warum brauchst du in deinem Management-Team 20 Leute? Aber Chat beiseite, du hast vorhin einmal kurz das Thema vom Mindset Clash angesprochen, wenn ihr euch mit vormals Venture-finanzierten Unternehmen beschäftigt. Ich nehme an, ähnliches Thema werdet ihr aber vermutlich auch haben, wenn es ganz normal gründergeführte Unternehmen sind, die aber dann eben doch sehr, sehr stark aus der Techie-Richtung herauskommen und eben nicht den Growth-Ansatz so stark verfolgen, wie ihr das damit reinbringt. Ich habe schon verstanden, ihr arbeitet sehr intensiv und eng operativ mit den Unternehmen auch zusammen. Wie funktioniert das? Knallt das nicht regelmäßig mit den Gründern? Ehrlich gesagt gar nicht. Also die Gründer wissen das sehr zu schätzen. Und man muss sagen, die Firmen, die wir in der Regel kaufen, sind halt wirklich produktstark. Und wie du sagst, die Gründer haben Tech-Background, Produkt-Background. Und das heißt, die Substanz ist wirklich sehr, sehr stark. Aber diese Gründer, Gründerinnen, die wissen selber, dass sie nur mittelmäßig oder schlecht in Marketing sind. Die wissen, dass Pricing nicht ihre Kernkompetenz ist. Die wissen, dass Internationalisierung über ihre Kragenweite hinausgeht und dass sie da tendenziell Unterstützung brauchen. Und viele haben dann versucht, das mit Agenturen, Freelancern zu lösen, manchmal auch intern geheiert, aber dann nicht die richtigen Hirings gemacht. Und wir haben über die Jahre, das gab es auch nicht, als ich angefangen habe, ein zentrales Team aufgebaut. Das sind mittlerweile, glaube ich, über 50 Leute. Starkes Marketing-Team intern, Produktteam, dann so Standardsachen wie zentralisiertes Finance Accounting. Wir haben mittlerweile auch ein größeres HR-Team mit Recruiting und so weiter. Das sind alles Sachen, das ist meistens nicht die Komfortzone der Gründer oder irgendwas, womit sie sich beschäftigen wollen. Und wir können halt dann entweder Ressourcen zusteuern, das geht auch über einen gewissen Zeitraum, dass das eher so eine Projektbasis ist. Wir können aber auch einfach ja eher so einen Consulting-Ansatz fahren, dass die Gründer oder deren Nachfolger auf uns zukommen und sagen, wir müssen unbedingt mal unser Marketing anpassen, unsere Kampagnen laufen nicht gut, und dann involvieren sich die Leute und schauen da mal drüber und helfen denen wirklich. Und deswegen sage ich, das ist wirklich sehr hands-on, und mit eben diesem Zentralteam können wir die Teams der Firmen, die wir kaufen, an sich sehr lean halten. Also wir haben Firmen, die sind jetzt nah an der 10 Millionen ARR-Grenze, die schaffen das mit weniger als 20 Leuten. Und wir versuchen da einfach immer da zu sein. Und das geht jetzt nicht mehr immer so auf Zuruf, wie es vielleicht noch vor 2 Jahren war. Das heißt, es ist ein bisschen systematischer und es gibt gewisse Spielregeln dafür, wer wie viele Ressourcen bekommen kann. Aber wir wollen eigentlich, dass die Firmen, wenn wir sie kaufen, eben stark an dieses Zentralteam andocken, alle Hilfe bekommen, die sie brauchen. Dann natürlich auch das Wissen intern aufbauen, irgendwann in ihren Teams. Und dann sich so ein bisschen über die Zeit wieder von diesem Zentralteam lösen und eben selbstständiger werden. Also so funktioniert es in der Regel. Und das hat auch jetzt bei den 19 oder 20 Akquisitionen, die wir gemacht haben, sehr gut funktioniert. Gut, das verschiebt natürlich dann irgendwann ein bisschen die Profitabilität zwischen Zentralteam und den Companies. Was für euch ja aber wurscht ist, wenn ihr sowieso nicht Exit-getrieben seid, macht es im Endeffekt ja keinen Unterschied für die Bewertung der einzelnen Targets, ob die eben zwischenzeitlich mit einer sehr, sehr hohen Marge unterwegs sind, weil eben ein Teil der Wertschöpfung durch die Zentralteams eingenommen wird, und die Marge reduziert sich dann vielleicht 3, 4 Jahre später, wenn ein eigenes Marketing-Team aufgebaut wird. Das ist für euch ja im Endeffekt wurscht und nur eine Verschiebung innerhalb der Profit-Center, wenn man euch als Konzern mal betrachten würde. Exit-seitig hat es ja keine Relevanz.
Also was man dazu sagen muss, wie gesagt, vor 2 Jahren war das noch auf Zuruf. Das heißt, jemand hat gesagt, ich brauche Hilfe im Marketing und dann hat das Zentralteam unterstützt. Das ist jetzt mittlerweile immer noch so, aber die Kosten werden allokiert auf die P&L der Portfoliofirmen. Das heißt, es ist grundsätzlich deutlich günstiger, als wenn ich mir externe Agentur hole. Und wir versuchen natürlich auch die Top-Leute intern zu bekommen. Das heißt, der Service ist besser, als man es tendenziell irgendwo extern bekommt. Aber es wird jetzt mittlerweile sichtbar auf den entsprechenden P&Ls der Portfoliofirmen, dass auch diese Kostensensitivität bleibt. Lass uns mal über den Markt als solches sprechen. Und da gab es ja doch in den letzten Jahren ein paar Turbulenzen. Wie nimmst du das Marktumfeld aktuell wahr für SaaS-Unternehmen? Jetzt speziell SaaS-Unternehmen, also nicht den M&A-Markt, würde ich sagen, auch von den Gesprächen mit vielen Gründern, sagen eigentlich alle, letztes Jahr war ein richtig beschissenes Jahr. Auf das ist im M&A-Markt ganz genauso. Ja. Genau, das spiegelt sich natürlich dann auch bei uns wieder und bei euch natürlich auch, aber viele hatten größere Wachstumserwartungen, die sich nicht erfüllt haben. Die ganzen Go-to-Market-Ansätze, die viele verfolgt haben, funktionieren nicht mehr bisher. Churn ist höher als bisher. Sie schaffen es auch nicht mehr, den Expansion Revenue zu kriegen von Bestandskunden. Also vieles läuft eben nicht mehr wie in 2021, 2022. Ich erkenne so ein bisschen, dass so langsam sich das eher seitwärts bewegt und so eine gewisse Erholung da ist und dass man da den Boden vielleicht erreicht hat. Das heißt, viele sagen jetzt, ja, Wachstum jetzt in Quartal 1 war doch wieder besser und wir schaffen es wieder, neue Kunden zu gewinnen. Und genauso sehen wir es ja in unserem Portfolio auch. Wir haben ja dadurch, dass wir jetzt so viele Firmen haben, auch eine gute Übersicht über den Markt und sehen da auch, dass eben manche betroffen waren, dass das Wachstum unter dem Forecast lag. Und jetzt geht es so ein bisschen wieder bergauf. Wir hatten ja vor der Episode auch kurz drüber gesprochen. Es hängt auch so ein bisschen von den potenziellen Interest Rate Cuts wahrscheinlich ab, wenn man das makroökonomisch betrachtet. Manche sagen, es wird dieses Jahr keine Cuts mehr geben, andere hoffen immer noch drauf. Ich denke, daran wird sich auch ein bisschen der SaaS-Markt dann bewegen, aber grundsätzlich ist die Stimmung jetzt ein bisschen optimistischer und jetzt auf den M&A-Markt bezogen. Viele Gründer haben halt deswegen erstmal die Füße stillgehalten und wollten jetzt erstmal nicht verkaufen, wollten auf eine Erholung des Marktes warten. Dasselbe bei den Brokern, ihr habt es ja wahrscheinlich auch gemerkt. Und jetzt ist so, wir sehen jetzt wieder mehr Deals. Wir haben auch zum Beispiel in Q1 hatten wir deutlich mehr Deals oder nicht deutlich mehr, weil wir wollten schon so 2 bis 3 Deals machen, haben dann nur einen am Ende gemacht, weil das Jahr doch relativ langsam losging und viele gesagt haben, jetzt ist vielleicht nicht die beste Zeit, mein Wachstum ist seit letztem Jahr runtergegangen, jetzt ist mein Multiple so schlecht und so weiter. Und jetzt Q2 und hoffentlich auch die übrigen Quartale werden wieder besser laufen. Also wir haben viele Ausschwemmungen vom Venture Capital Markt gesehen, aber gerade diese eher Bootstrapped, die sehr geduldig sind, sage ich mal, die auch unter Umständen noch 1-2 Jahre warten können, die haben sich da zurückgehalten, irgendwelche konkreten Exit-Gespräche anzugehen. Ja, gut, das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch regelmäßig stellen. Wann wäre der richtige Zeitpunkt oder wann wäre das richtige Marktumfeld, um auf der Eigenkapitalseite mal etwas zu machen? Und solange wie man es nicht muss, ist, glaube ich, derzeit das wirklich schlechteste Marktumfeld dafür. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass gerade bei attraktiven Unternehmen, an denen ihr euch ja per se beteiligen wollt, ihr sucht dann nach profitablen und wachsenden Unternehmen, die haben natürlich wenig Druck, ausgerechnet jetzt zu verkaufen. Wobei wenn man sich die Multiples anschaut, und darüber haben wir letztes Jahr auch ausführlich gesprochen, die ja lange Zeit, viele Jahre lang nur Richtung Norden tendiert sind und dann irgendwann deutlich im zweistelligen ARR-Multiple-Bereich lagen, dann in der Spitze, glaube ich, bis on average 15, 18, knapp 20 Mal ARR teilweise auch waren, bei den
bei den Unternehmen, die verkauft wurden. Im letzten Jahr ging es dann, so wie ich es in Erinnerung habe, runter auf 6, 7, 8 Mal ERA on average. Da liegen wir aktuell immer noch, oder? Da hat sich jetzt nicht mehr viel nach oben oder nach unten verändert im letzten Jahr. Ja, ich habe gerade heute nochmal die Zahlen angeguckt. Also es ist seit fast einem Jahr, bewegt sich eigentlich die Linie so ein bisschen seitwärts. Also im Public Market schwankt alles so um die 6 rum, mal irgendwie 5,8, dann wieder 5,9, 6,1, 5,7. Also da ist, was die Revenue Multiples angeht, eigentlich gerade so eine Seitwärtsbewegung zu erkennen. Und im PE-Markt tatsächlich, der folgt immer so ein paar Monate später, aus meiner Erfahrung. Da geht's noch runter, beziehungsweise jetzt ist, glaube ich, die von den Daten, die ich gesehen habe, jetzt im ersten Quartal ist so auch eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, das kommt jetzt wahrscheinlich, dass sich das auch die nächsten Quartale seitwärts bewegt. Was wir sehen im M&A-Markt ist, dass es doch noch vereinzelt strategische Akquisitionen gibt, die doch für höhere Multiples weggehen oder auch ja einfach gute Firmen für höhere Multiples gekauft werden. Denn die Private Equity Firmen sitzen halt nach wie vor noch auf ordentlich Geld, was irgendwo ausgegeben werden muss. Und dadurch siehst du so eine große Diskrepanz zwischen dem Durchschnittswert und dem Median. Das heißt, du hast den Durchschnittswert doch deutlich höher durch eben diese vereinzelt großen, teuren Akquisitionen. Und dann hast du aber den Median, der im Private Markt, glaube ich, irgendwo bei 4 ist, so ungefähr. Also 4 und der Durchschnitt so bei 5. Ich würde sagen, in dem Mikro-M&A-Umfeld, in dem wir uns bewegen, muss man dann doch nochmal einen kleinen Discount dazu rechnen. Ja, jetzt machst du schon Erwartungshaltungsmanagement für diejenigen, die vielleicht zuhören und mit denen ihr ins Gespräch kommt. Du hast vorhin kurz die Churn-Rate angesprochen. Die sind bei vielen Unternehmen, die ich so gesehen habe, gerade im letzten Jahr, wirklich sehr, sehr stark gestiegen. Und ich stelle mir immer die Frage, inwiefern bei diesen Geschäftsmodellen dann die ARR-bezogene Bewertung überhaupt die richtige ist. Ja, wenn die ARR eben doch nicht so einen starken Lock-in hat bei einer deutlich gestiegenen Churn-Rate. Wie schaut ihr darauf und wie lasst ihr das bei euren Bewertungen mit einfließen? Also man muss ja sagen, in den letzten Jahren hat ja jeder nur ARR-Multiples verstanden. Das heißt, wenn du irgendwie gesagt hast, ja, Profitabilität ist uns wichtig, guck auch mal auf dein EBITDA, dann haben dich die Leute eher als, ja, so ein bisschen wie Constellation in dieselbe Ecke geschoben. Das heißt, möglichst günstig Unternehmen schießen und dann als Cash-Cows laufen lassen. Und deswegen haben wir auch immer ARR-Multiples am Ende geboten auf Papier oder eben eine Gesamtsumme. Aber was man dazu sagen muss, und ich habe darüber auch einen ausführlichen Artikel in meinem Newsletter mal dazu verfasst, dass diese ARR-Bewertungslogik ja daher kommt, dass du bei SaaS sehr große Anfangsinvestitionen hast und das dann erst über die Lifetime des Kunden ins Plus wandert und du da dein Return generierst oder Geld verdienst. Speziell natürlich bei Hypergrowth-Unternehmen im Venture Capital finanzierten Bereich. Und dadurch hat sich dieser ARR-Multiple etabliert. Zur Wahrheit gehört aber, dass eben Cashflow-Profitabilität super wichtig ist, speziell bei kleinen Unternehmen, die eben nicht so stark wachsen, sprich 5-10%, manchmal auch 20. Und das geht in die Bewertung absolut mit ein. Und wenn du auch in anderen Industrien guckst oder andere Businessmodelle, sind Earnings Multiples der Status quo und waren es die letzten Jahre immer. Und entsprechend gilt das eigentlich auch für SaaS und speziell diese kleinen. Das heißt, du kannst sagen, ja, mein Unternehmen ist 2x, 3x, 4x wert, aber wir würden das auch immer eben in Earnings Multiple umrechnen und gucken, passt das in unsere Strategie rein. Und da hast du halt gerade im Venture Capital finanzierten Bereich, die letzte Runde war auf 10, 20, manchmal 50x ARR. Und dann sagst du denen, ja, aber du bist jetzt break-even, du wächst nicht, da kommen wir lange nicht hin. Dann ist das erstmal wieder eine Diskussion, die du halt haben musst. Ja, total, weil im Endeffekt ist ja eine Betrachtung mit einer ARR auch nichts anderes wie eine Übertragung der abgezinsten zukünftigen Cashflows auf einen Wert heute. Ja, weil im Endeffekt geht es darum ja immer, also was ist der Wert, den ich mir da als Company kaufe? Und nur weil man sagt, das Geschäftsmodell ist jetzt SaaS-getrieben und wir verkaufen Software-Lizenzen,
das alleine ist ja nicht der Treiber für eine höhere oder für eine geringere Bewertung, sondern eben die Stabilität und die Planbarkeit und die Höhe der zukünftigen Cashflows, die dann eben daraus resultieren. Und ob ich das dann nachher in einen ARR-Multiple umrechne oder in einen EBIT-Multiple oder in einen Cashflow-Multiple oder einfach nur in eine Zahl, die auf einem Stück Papier steht, ist im Endeffekt ja zweitrangig. Ja, absolut. Also deswegen, ob es jetzt Gründer bzw. Verkäufer wahrhaben wollen oder nicht, aber speziell im Micro-M&A-Bereich, ARR-Multiples, ja, verwenden wir, aber EBITDA-Multiples, das wird auf jeden Fall bei uns auf dem Papier oder im Modell einmal berechnet und das entscheidet am Ende den Kaufpreis. Und für viele ist ja Effizienz einfach Break-Even zu sein, aber ich habe vorhin schon die Rule of 40 angesprochen. Wir sehen halt viele Firmen, die können 20% wachsen und 20% Profitmarge machen und da gibt's immer Ineffizienzen und wenn man sich mal genau die Kostenstruktur anguckt, da gibt's immer irgendwas, was man rausstreichen kann. Ich würde auch jedem raten und das, also ich habe auch mal neulich eine LinkedIn-Umfrage gemacht, mache ich äußerst selten, aber habe so gefragt, okay, wenn ihr Käufer seid im SaaS-Markt, welches Rule of 40-Szenario würdet ihr denn präferieren? Da haben alle eigentlich oder die Mehrheit hat 20 plus 20, also 20% Wachstum und 20% Profitmarge geklickt. Und ganz wenige nur 40% Wachstum, 0% Marge. Das heißt, die Tendenz geht jetzt einfach mehr Richtung Kapitaleffizienz und positiven Cashflow. Aber natürlich auch unterschiedlich je nach Lebensphase vom Unternehmen. Also ich nehme an, wenn ein Unternehmen, das 2 Jahre alt ist, dürfte gerne noch ein bisschen stärker wachsen und muss vielleicht ein bisschen weniger profitabel sein im Vergleich zu einem 5 oder 10 Jahre alten Unternehmen, wo dann die 2020 vielleicht deutlich attraktiver sind. Ja, absolut. Also entsprechend würden wir auch bewerten. Wir haben auch Firmen im Portfolio, die sind jetzt, glaube ich, 20 Jahre alt oder 15 Jahre alt. Und die typische Wachstumskurve von SaaS ist ja eher so eine Art S-Kurve. Da rechnen wir jetzt nicht damit, dass wir reinkommen und bringen das von 10% wieder auf 50%, sondern da ist es vielleicht ein bisschen mehr Bottomline getrieben. Und bei anderen frühphasigen Firmen, die jetzt noch stark wachsen, da würden wir jetzt nicht riskieren, das Wachstum abzuwürgen, indem wir jetzt hier versuchen, das so lean wie möglich zu halten und da auf Teufel komm raus Cashflow zu produzieren. Wie aggressiv seid ihr bei Earnouts? Ich stelle mir gerade eine schöne Hockeystick-Planung vor von einem sehr ambitionierten Unternehmen, was ja theoretisch auch eintreffen kann. Aber natürlich ist es schwierig, dann darauf eine Bewertung zu basieren. Ein Earnout kann dann eventuell die Brücke schlagen. Arbeitet ihr stark damit? Schon, ja. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Du hast natürlich bei Earnout immer besagte Earnout-Protection. Das heißt, wir können dann am Ende gar nicht so hands-on sein vielleicht, weil wir die Gründer in Ruhe lassen müssen und dürfen da nicht eingreifen, weil sie eben für ihren Earnout gewisse Freiheiten haben. Und das heißt nicht, dass wir reinkommen und irgendwas machen wollen, was sie nicht unbedingt wollen, aber es ist doch was anderes, als wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben hier gewisse Ideen, wir würden die gerne mit euch umsetzen, was sagt ihr denn dazu? Generell wollen wir natürlich immer mit den Gründern zusammenarbeiten und nicht die Gründer nach 3 Monaten Übergangsperiode wegschicken. Wir sind super flexibel bei den Dealstrukturen, also am Ende hängt das stark von den Interessen der Verkäufer ab, ob sie eben länger an Bord bleiben wollen. Manche sind auch kurz vor Burnout und wollen wirklich schnell raus. Dann halten wir natürlich keinen mit Handschellen da. Aber wir arbeiten schon oft zumindest mit einem gewissen Anteil an Earnout und der kann mal ambitionierter sein, mal weniger ambitioniert, aber wir haben jetzt nie solche Strukturen wie verdoppelt dein Unternehmen nächstes Jahr, ansonsten kriegst du gar nichts, sondern das ist schon immer natürlich Teil der Diskussion. Wir versuchen da eine Lösung zu finden, womit beide fein sind. Du hast Gründer, wie du sagst, die zeichnen dir die Hockeystick-Kurve, sind da auch relativ bullisch und sagen, das machen wir auf jeden Fall. Wir sind da eher ein bisschen konservativer unterwegs, wie wahrscheinlich jeder Käufer. Dann würden wir sagen, okay, dann hängen wir den Earnout dran, stufen das vielleicht ein bisschen ab. Das heißt, du hast so eine Fallback-Option, dass du dennoch ein bisschen was kriegst, aber wir nehmen eben deinen Forecast. Auch bei Broker-Decks, die wir bekommen, da ist ja der Forecast, da kann egal sein, wie die Historie war, das war die letzten 5 Jahre die Kleinen, aber nächstes Jahr wächst es auf einmal wieder. Und da können wir jetzt sagen, okay, da gehen wir nicht mit. Aber über einen Earnout können wir dann eben die Bewertungsbrücke unter Umständen schlagen.
Lass uns nochmal über das Thema KI ein bisschen sprechen. Gerne auch so ein bisschen differenziert unter verschiedenen Aspekten. Vielleicht mal als Anfang bei eurer Target-Auswahl. Welche Rolle spielen dabei Geschäftsmodelle, die KI-getrieben sind? Guckt ihr euch die spezifisch an oder sind die aktuell zu sehr hyped und überbewertet? Guckt ihr euch im Rahmen vom Due Diligence-Prozess an, ob es vielleicht ein Disruptierungsrisiko gibt durch KI von bestehenden Geschäftsmodellen? Welche Rolle hat das bei euch aktuell eingenommen? Ja, also in Hypes rein investieren würden wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist das Venture Capital Game. Da spielen wir ja nicht. Ich glaube auch, einfach kritisch für unsere ganze Strategie, für unser Modell ist, dass wir super diszipliniert sind und besser gar nichts kaufen, als überteuerte Preise zu zahlen oder in irgendwelche Hype-Themen zu investieren, die einfach nicht nachhaltig sind und wo wir nicht wissen, gibt es sie in 5 Jahren noch. Beispiele, wir haben letztes Jahr, kurz nachdem ChatGPT in aller Munde war und viele Gründer das auch, die API da genutzt haben, haben wir SaaS-Firmen gesehen, die sind innerhalb von einem halben Jahr auf 3 Millionen ARR gekommen, mit 2 Personen. Content Creation, AI Content Creation und all sowas. Aber eben einfach nur eigentlich, wie man sagt, Wrapper von diesen Bestandslösungen. Das heißt, da war keine eigene IP, keine eigenen Daten, gar nichts. Sowas würden wir halt nicht kaufen. Was willst du da auch für eine Bewertung veranschlagen für das Wachstum, was dann irgendwie ein paar 100% pro Monat ist? Also das würden wir definitiv nicht machen. Natürlich ist es jetzt ein kritischer Punkt, auch bei, wenn wir uns Firmen genauer anschauen, okay, ist dieses Modell vielleicht durch KI gefährdet? Kann es durch KI profitieren? Wie wird sich der Markt entwickeln? Also als Beispiel, wir haben natürlich sehr viele SEO-Tools auch im Portfolio, wie SEObility zum Beispiel. Wir sind immer noch sehr optimistisch, was diesen Markt angeht, aber da muss man natürlich schon genauer drauf gucken, okay, wie wird sich Search entwickeln? Wird Microsoft nochmal durch OpenAI eben einen Angriff starten auf dieses Search-Thema? Jetzt in den letzten Tagen sind ja auch viele lustige Bildchen von der Google AI rumgegangen, was da alles ausgespuckt wurde. Also da müssen wir natürlich schon drauf gucken, okay, wie entwickelt sich das? Plus auch bei Bestandsportfoliounternehmen, wir haben jetzt angefangen, intern auch ein KI-Team aufzubauen, die unsere Firmen dabei unterstützen, nachhaltige KI-Strategien zu entwickeln. Also du siehst es ja jetzt auch überall, irgendwie hat jeder AI-Feenstaub über sein Produkt gestreuselt. Da wollen wir schon Lösungen entwickeln, die wirklich einen Mehrwert bringen und wo Kunden auch bereit sind, mehr dafür zu zahlen, weil es eben das Produkt essentiell verbessert. Und da wollen wir auch mehr Ressourcen über die Zeit aufbauen. Und das wird von den Firmen sehr gut aufgenommen. Also das ist, glaube ich, zurzeit das am höchsten Nachgefragte. Plus genau diese Teams sind auch dafür zuständig, eben alle SaaS-Group-Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, wie sie eben ihre Effizienz potenziell steigern können. Ich glaube, im Entwicklungssegment ist es am deutlichsten mit Copilot und so weiter, dass da eigentlich viele Developer schon umgestiegen sind, beziehungsweise das jetzt aktiv in ihrer täglichen Arbeit nutzen. Und genauso gibt es auch Tools für mich, die ich jetzt nutze, wo wir einfach effizienter werden können und vielleicht dadurch hinauszögern, dass wir mehr Leute einstellen müssen unter Umständen. Was nutzt du in deiner täglichen Arbeit? Also ich benutze natürlich für Content Creation und auch wenn ich irgendwelche Präsentationen erstelle, immer so als Inspiration ein bisschen ChatGPT, das ist eigentlich das Häufigste, und ein paar andere. Aber ich versuche das ehrlich gesagt, also ich orientiere mich für meine Tätigkeit ja oft auch an Vertriebsmitarbeitern und folge da auch auf LinkedIn und auf anderen Kanälen, diversen Newslettern und Leuten, die jetzt versuchen, da ganze E-Mail-Kampagnen mit AI zu schreiben und sowas. Das, ehrlich gesagt, was meine Origination-Arbeit angeht, versuche ich eher gegen den Strom zu schwimmen und versuche jetzt eher wieder über die persönliche Schiene zu kommen und damit Zeit zu nehmen und eine E-Mail vielleicht selber zu verfassen,
weil das am Ende tatsächlich besser konvertiert als jetzt irgend so ein AI-generiertes, oh, ich habe denn, der letzte LinkedIn-Post war so toll, lass uns doch mal sprechen. Aber ja, gewisse Effizienzen eben gerade bei der Content-Generierung oder bei so repetitiven Sachen wie jetzt ja, NDAs, Draften oder irgendwelche Fragen, die man einfach hat zum täglichen Leben. Auch Recherchethemen jetzt seit aktuelle Browserdaten mit berücksichtigt werden, einfach so, okay, wie sind die aktuellen Multiples im Private- und Public-Markt, welche Firmen traden am höchsten und so weiter und so fort, was sind die Faktoren, die Bewertung beeinflussen. Da versuche ich es auch einfach für meine eigene Weiterbildung, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, zu nutzen. Ja, also da kann man die Effizienz in der Tat dramatisch erhöhen und wahnsinnig viel Zeit sparen bei der Recherche. Okay, dann verstehe ich dich so. Im Grunde bei eurer Target-Auswahl spielt es jetzt, ja, spielt schon eine gewisse Rolle. Ihr wollt zwar nicht in Hypes hinein investieren, aber natürlich guckt ihr, ob es eine Protection im Geschäftsmodell gegen eine mögliche Disruptierung gibt und ob es eine solide KI-Strategie und auch Absicherung vielleicht über eigene proprietäre Daten, die generiert werden, innerhalb der Targets gibt, die ihr euch anschaut. Absolut. Also ich kann da auch gerne auf die Pip Klöckner Keynote von OMR verweisen. Ich glaube, da hat er das sehr kondensiert reingepackt, wie eigentlich der aktuelle Status ist. Also ich glaube auch, ich vertrete da auch die Sicht, dass das einfach über die Jahre KI eine Commodity werden wird. Und deswegen ist es halt essentiell, da einen Burggraben zu entwickeln, der eher dann auf exklusiven Daten beruht oder auf jeden Fall eigener IP und weniger auf Third-Party-Modellen oder Anbietern. Und das glaube ich schon, das gucken wir uns auch an. Und wir haben ja diesen Buy-and-Hold-Ansatz, wenn wir jetzt sagen würden, wir verkaufen die Firmen nach einer Halteperiode von 5 Jahren, dann wäre unser Horizont vielleicht ein bisschen kurzfristiger, aber dadurch, dass wir idealerweise wollen, dass die Firmen auch noch in 10, 15 Jahren solide weiterlaufen und da sind, dann ist das natürlich ein Faktor, den wir da höher gewichten müssen. Ja, ist, glaube ich, also auch aus eigener Gründerperspektive heraus immer eine Frage, die man sich stellen muss. Wo kann man im eigenen Geschäftsmodell sicherstellen, dass man nicht durch eine Automation in den nächsten Jahren einfach aus dem Markt herausgedrängt wird und vieles, was man macht, wird vermutlich in wenigen Jahren Commodity sein. Und der Hinweis zu der Keynote von Pip ist in der Tat sehr, sehr gut. Die war sehr, sehr erhellend und extrem gut. Wir verlinken die nochmal in die Shownotes hinein für diejenigen, die noch nicht gehört oder gesehen haben. Das ist 40 Minuten Deep Dive in, glaube ich, 160 Folien hinein. Danach weiß man, wo die Reise hingeht. Lass uns zum Ende kommen. Und einen gemeinsamen Blick in die Glaskugel wagen, so leicht oder schwer das im derzeitigen Marktumfeld möglich ist. Vielleicht gar nicht unbedingt auf der Marktseite, aber auf der Seite der SaaS Group. Was denkst du, wo geht für euch die Reise hin? Wo steht ihr in 3, 4, 5 Jahren? Also ich glaube, der nächste große Meilenstein für uns sind die 100 Millionen ARR, die wir knacken wollen in den nächsten 2, 3 Jahren. Ich weiß nicht mehr, was das ausgelobte Zieljahr ist, aber da wollen wir auf jeden Fall hin. Und viele sagen auch, ja, die Targets, die ihr euch anschaut, da ist ja eine limitierte Anzahl im Markt nur vorhanden. Das glaube ich nicht. Also ich glaube auch gerade nochmal durch KI und solche Lösungen, jetzt kann ich sogar kleine Programme ohne Probleme schreiben. Das heißt, ich glaube, da werden nochmal einfach mehr SaaS-Firmen gegründet. Das heißt, wir werden in 5 Jahren nicht sagen, so, jetzt haben wir alles gesehen. Das heißt, wir werden, glaube ich, weiter Targets finden und auch weiter das Zentralteam aufbauen. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren locker dann mit den Firmen auf 1000 Mitarbeiter wachsen und ja, vielleicht eine deutlich modernere und unternehmerische Version von Constellation Software werden. Du, das ist ein schöner Ausblick und ein schönes Schlusswort. Dirk, vielen, vielen Dank für den doch sehr kurzweiligen und spannenden Ausflug in die Tech-Welt. Hab wieder viel gelernt. Am besten sprechen wir in spätestens einem Jahr nochmal. Mal gucken, wo der Markt dann steht. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen.